Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei RD48. Heute geht es nicht um das Baby, sondern heute geht es um unseren gemeinsamen japanischen Sportwagen Toyota Supra MK4 mit dem legendären 2JZ-Motor. Letzter Stand war gewesen, wir waren auf dem Prüfstand, da war ich nicht mit dabei, habe ich gerade hier am Audi geschraubt und es ist leider ein Kühlwasserschlauch oben abgeplatzt und dann war ja Abbruch und dann haben wir uns überlegt, wäre es eigentlich ganz schlau, irgendwie mal eine Schutzwanne für den Prüfstand zu machen, denn ich kann euch sagen, das hat einige Stunden gedauert, diesen Prüfstand Besen reinzubekommen, ne? Denn das Kühlwasser läuft natürlich überall rein in den ganzen Motor und überall am Prüfstand. Ne? Da haben wir uns gedacht, lass uns erstmal eine Wanne organisieren und deswegen stand Supra jetzt einige Monate unverändert da, war USA, Klamotten, viele, viele Themen dazwischen. Jetzt sind wir aber da am Ball und heute geht es endlich mit dem Thema Abgasanlage weiter. Wenn ihr euch erinnern könnt, auf dem Prüfstandslauf hatten wir ja keine Abgasanlage dran, denn die ursprünglich mal verbaut war, hat nicht ganz gepasst, weil die hinten an dieser Hardyscheibe geschliffen hat, als wir das Auto verzurrt haben. Die Hardyscheibe liegt an der Abgasanlage an. Das ist natürlich ein etwas größeres Problem. Ihr seht es schon. Wir hatten hier nämlich etwas Gummiabrieb. Bedeutet Abgasanlage ab. Klingt eh besser. Gab es gar nicht so original. Also das haben sie nachträglich eingeschweißt. Genau. Die Blitznür ist normalerweise das nur Rohr. Deswegen heute direkt zum Spezialisten. Ich bin jetzt gerade in Chemnitz, wie ihr seht. Fahre jetzt nach Dresden, dann sacken wir Supra ein und dann geht's nach Johanngeorgenstadt. Was dort stattfindet? Dranbleiben. Übrigens, by the way, was mir gerade noch einfällt, morgen ein kleines Special-Video zu einem aktuellen Event, was wir gerade geplant haben. Also gerne morgen nochmal reinschauen bei YouTube. Da kommt direkt nochmal ein Video hinterhergeschossen, außerplanmäßig. Freunde, das Gespann ist fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier Praline aufladen, denn heute geht's zu Fox, Freunde. Es gibt endlich eine fette Abgasanlage für das Auto und wie das Ganze aussehen wird, das werden wir dann besprechen. Also wir wissen es jetzt selber noch nicht. Mal gucken, was dort möglich ist. Ja. Ah, Kupplungsspiel? Warte mal! Oder mach's aus? Was ist los jetzt? Ich hab gar nichts gemacht! Gar nichts! Kupplungsdissonanz! Jetzt bist du dran. Das Baby aufgeladen, jetzt machen wir noch die Barney alles zu und dann geht's ab, die wilde Fahrt. So Freunde, herzlich willkommen. Wir sind bei der Firma Fox. Und wir bringen jetzt die Supra hierher und werden uns mal angucken, was wir hier Geiles dafür bauen. Stich. Aber wir kennen uns noch nicht? Wir noch nicht, nee, ich bin noch Rolex. Ich bin vor allem super gespannt, was heute uns hier erwartet. Wir wollen auf jeden Fall die Firma mal zeigen, weil das interessiert uns schon sehr und wir haben auch ein bisschen ein paar Fragen an dich heute. Okay. Ja, das wird super, nee, weil es gibt ja immer so viele Klischees über die Auspuffanlagen-Thematik. Gerade so was legal, was nicht legal, was möglich, alte Fahrzeuge, neue Fahrzeuge. Mhm. Weil es in Deutschland ja einem nicht leicht gemacht wird. Der ist normal so laut. Genau. Ja. Man sieht ja bei euch immer sehr viel. Ihr macht ja auch viel für alte Fahrzeuge, was super spannend ist. Und das wollen wir heute gerne mal so ein bisschen mal eruieren, weil das wird, glaube ich, sehr interessant für die Leute. Gerade hier, ne? Habt ihr gesehen, RX-7. Geil, ne? Schöner Klassiker. Aber ein ganz alter. Ja, und dann natürlich RX-4 sind bei uns irgendwie permanent auf der Bühne. Ja. Perfekt. Aber du liebst Autos auch. Natürlich, ja. Ja? Was fährst du selber? Fast Skoda. Kodiaq RS. Okay, aber eigentlich, was würdest du gern fahren? Nee, mir reicht das hier, was ich hier habe. Also Ach so. Ich kann jetzt mal sagen, ich überlege zurzeit einen A2 zu kaufen, da so ein Teil da. Ja, da ist eine Abgasanlage gebaut, ne?
Ja, ganz gibt's viele. Gibt's eine Nachfrage? Oh Gott, ja. Ich hatte was? Mal das, ja, ja, ist in Chemnitz auch ein bisschen geheilt. Die schrauben auch krass an den Dingern, weil das ist ja ziemlich innovatives Fahrzeug damals gewesen. Hm. Ach so. Wegen Voll-Alu-Karosse und so. Ja. Wusste ich gar nicht. Na gut, bei Audi, da bist du halt völlig fremd. Karosse ist jetzt nicht so meins, ja, optisch, aber wie aber gesagt. Der steht noch hier, ne? Und erste Ausbruchsserie, die ist schon ausverkauft. Na, wir haben vielleicht noch so von jedem 2 Stück da. Mhm. Das habe ich noch nie erlebt, dass das Entwicklungsauto noch da steht und schon fast alles verkauft ist. Wahnsinn. Ja, auch die Diesel sind übelst gefragt, weil die extrem sparsam sind. Du musst doch auch bestimmt für jeden Motor eine neue Abgasanlage entwickeln fast, oder? Weil aufgrund der Gutachtenthematik, meine ich jetzt. Wir versuchen das schon so viel wie möglich unter einen Hut zu bekommen. Ich finde das so cool, dass eine Frau uns hier die ganze Zeit Geschichte über Abgasanlagen erklärt. Geil, ne? So muss es sein. Ja. Na ja. Wir laden erstmal aus. Würde ich sagen, oder? Ja, aber die sieht noch nicht so schön aus von vorne, weil die ist noch ein bisschen, da fehlen noch Scheiben. Es sind noch keine Kotflügel und Stoßstange vorne und so fehlt noch. Geht's euch irgendwas halten? Wenn Rudi fehlt, ist einfach scheiße. Ja, der hat's ein bisschen vercheckt heute, ne? Ja, wirklich. Wollte eigentlich am Start sein. Er wollte eigentlich mitkommen, weil es übelst interessiert hat, aber... Ja. So geht's den Leuten halt, wenn die erst 23:30 aufwachen. Ja. An einem Montag. Hat mir der Super Bowl geguckt bis früh um 5. Ach, hat er? Ja, ja, hat er erzählt. Ich hab gar nicht geguckt. Deswegen hat er uns frei gehabt. Läuft bei ihm einfach. Er ist eben als Angestellter, als Wahnsinn. Ja. Auf jeden Fall, sag ich dir eins, das Auto muss nachher genauso klingen wie jetzt. Jetzt auf die legale Schiene machen, dann brauchen wir 74 Fahrgeräusch. Fahrgeräusch? Fahrgeräusch. Standgeräusch ist dann egal. Echt? Ja, aber du musst ja auf die 74 kommen. Deswegen wirst du so beim Standgeräusch bei so 85 dB. Was steht denn drin? 74? Nee, der 74 darf man maximal haben. Ist das laut, Fahrgeräusch? Ja, es gibt ja darin da. Ist schon relativ viel, weil die moderneren Autos haben alle viel weniger. Die haben 72 60 oder sowas. 60. Ja, ja. Problem ist, umso breiter die Reifen sind, umso lauter wird es ja. Meistens sind die Reifen nämlich lauter als die Abgasanlage. Wenn du 67 Fahrgeräusch hast, ja. Hey, sag mal so, wenn du was mit Tippern willst, kleine Stufe. Also Cut wäre ja eh schon gar nicht sinnvoll eigentlich, oder? Ja, dann musst du ja sagen. Wir können ja Straight Pipe bauen, wir können alles bauen. Straight Pipe klingt gut. Was würdest du empfehlen vom Rohrdurchmesser alleine schon? Ja, wenn du 1000 PS bauen willst, brauchst du mindestens 100 mm. Ja, 1000 vom 800 reichen uns ja eigentlich. Ja, kannst du ja nicht machen. Aber dein 100 mm Downpipe auf alle Fälle. Die sind auch schon da. Integriert in die Downpipe, oder? Ja. Haben wir extra schon gesagt, weil Beamerpipe hätte dann kein Ding gemacht. Geht gleich direkt in die Downpipe. Also, wir machen es ja hier rein. Mhm. Weil das ist vom Sound her eigentlich auch besser, weil dieses Creeperpipe, ich finde den Sound nie so geil, muss ich eigentlich sagen. Ja. Die Frage ist halt, was könnte man hier maximal ausreizen mit Legalität? Und du musst unbedingt 74 dB haben. Die Frage ist halt, ihr wisst ja vorhin, was klappt mit 74 dB, ne? Oder sind Sie eine Pflicht mit Freischalldämpfer? Definitiv. Ja. So, mit dem Aufbau müssen wir uns halt mal Gedanken machen. Freischalldämpfer? Ja, ja. Echt? Mindestens. Also, ist leise, ne? Also, ja, echt leise ist relativ. So. Entscheidend ist für mich gar nicht, wie laut er ist, sondern der Klang muss ja gut sein, ne? Ja, du musst sagen, was du jetzt willst, wenn du sagst. Scheißegal, scheiß auf TÜV, dann mach keinen Mobile, wie wir lustig sind. Also, was? Liebe ich. Dann machen wir uns Gedanken. Bauen wir was mit 3 Schalldämpfern. Und dann sehen wir zu, dass wir auf die 74 Fahrgeräusch kommen. Müsst ihr die Messung richtig offiziell auf den Lautring machen oder sowas dann? Wenn du eine Dachsteuerung hast, ja. Dann musst du eine neue Ausabmessung, heißt das. Genau. Dann musst du auf den Lautring und musst dann dort nach Vorschrift fahren. Gibt es eine Variante, die man schnell umstecken könnte? Ja, könntest du machen. Also, einfach mit Schraubanschellen. Wenn wir jetzt eine illegale Anlage haben, die im Prinzip dann jemand quasi mal. Ja, es wäre ganz cool, wenn wir mit dem Auto auf Events sind, dass man dort eben sagt, du, pass auf, wir stecken einen Schalldämpfer raus. Mhm. Als Beispiel. Ja, ja. Ein Schalldämpfer, der halt am meisten wegnimmt, ja, im Idealfall. Ich hätte euch mal zeigen können an der RS4-Anlage. Was der Daniel hat hier. Genau. Da kann quasi hier V-Band zum Einschalldämpfer. Ja. Kann halt das V-Band aufmachen, hängt das runter, zieht es vorne an dem Y-Stück zu den Cuts ab. Ja. Und kannst dann halt ein Ersatzrohr rein machen fürs Rennen oder was. Okay. Ja, das wäre halt möglich, das könnte man auch machen. Das ist eigentlich nicht schlecht, da kannst du halt für Events, steckst du mal raus. Wir können einmal hochnehmen und gucken, ja, wir gucken runter, uns wie genau. Es aussieht. Genau, erste Supra MK4 hier. Genau, wir halten so fest, Fox baut die erste MK4 Supra. Na gut, schön wäre es ja, wenn das komplett Serie wäre, ne? Aber wer fährt denn da schon eine Serie? 2JZ Serie wäre wirklich schade. Ja. Einfach zu viel Potenzial verschenkt.
wirklich nicht so viele mehr drin. Die meisten haben ja mittlerweile Fingerdruck bei den Dingern. Das ist ein bisschen wie ein Diesel ohne Softwareoptimierung fahren, das macht einfach keinen Sinn. Ja. Anänderungen. Wir machen jetzt nochmal das Ding runter von der Bühne. Wir werden jetzt mal eine Fahrgeräuschmessung machen ohne Abgasanlage. Also jetzt ist ja nur die Downpipe dran, ohne alles, ohne Cut, einfach nur Ende Gelände ab A-Säule. Und dann schauen wir mal, was für ein Fahrgeräusch rauskommt. Oh. Angekommen an der firmeninternen Messstelle. Wollen wir ganz kurz noch das Gerät zeigen hier? Das ist hier komplett geeicht oder was? Genau, das ist hier September geeicht. Nicht schlecht. Was für Gang machen wir? Bei 50. 50 ist auf jeden Fall. Ja. Die Messstrecke hast du dort, fängt an, oder? Gelbe Strich. Da hört sie auf. Das ist genau. Ach hier. Das ist die Mitte. Und wenn wir uns hier ungefähr herstellen, haben wir die 6 Meter ungefähr. Wir wollen ja jetzt nur mal raus. Ne? Hast du normalerweise noch deine Ständer dazu, okay, auf dem 1,20 Meter. 297. Das muss ja dann richtig leise werden. 74 ist nichts. Obwohl das ja für ein Auto immer schon viel ist, ne? Für die neuen Autos ist es viel. Ja. 92! Ja. Ja, du musst halt bedenken, jetzt wird es halt anders, es wird immer mehr dann. Nummer 4 probieren. So, dann gucken wir nochmal. Was war's? 9,8, hä? Hm, 5,9. Dann werden wir auch den zweiten probieren. Der zweiter Gang? Der zweite müsste noch lauter sein. Aber normalerweise sind die Messgänge eigentlich 3., 4., 5. Aber man kann ja mal einen zweiten für euch zum Spaß. Ja, im vierten hast du den Beschleunigungswert halt noch. Also bau mal einen Schalldämpfer ein. So, zweiter Gang. Was hast du? 7,9 und? Hä? Was? Ja, ist doch noch im Rahmen. Ja. Gut, fahren wir zurück, hä? Ja. So, dann holen wir die Dämpfervarianten an, Freunde hier. Ja. Okay. Das zum Beispiel sind die 6,5 Schalten. Mhm. Philipp und so hat. Philipp Kessler. Okay, genau. Mhm. Das haben wir das auch gemacht. Das ist quasi, pass auf, das ist jetzt ein Schalldämpfer vom RS4. Das RS4 Vorschalldämpfer. Okay. Da genehmige ich das, ne? Da ist mit Genehmigung. Den könnten wir jetzt probieren, eventuell. So. Den könnten wir testen. So, dann hast du kannst den, aber das hat auch alles Genehmigung sozusagen, die Firma. Ja, aber das ist das Problem für andere Fahrzeuge, ne? Ach so. So, das ist ein anderer Rohrdurchmesser. Wir müssen das nehmen, was genehmigt ist. Also, du musst damit den Durchmesser. Bei dem Schalldämpfer ist die 90er Durchführung genehmigt. Alles klar, verstehe. Da können wir uns nicht sagen, wir machen jetzt hier 76 oder 80. Mhm. Das würde nicht funktionieren. Du musst es so machen, den Innenaufbau, so wie der genehmigt worden ist. Ach, krass. Das Deckelmaß, das können wir verändern. Das kann jetzt mittig durchgehen, das spielt ja keine Rolle. Das heißt, der kann hier rein, hier rausgehen, das ist egal. Ne? Das ist der Schalldämpfer ist dafür genehmigt. Wie wird das gemacht mit der Genehmigung bei so einem Schalldämpfer? Ja, wir bauen erstmal, ne? So in unseren Vorstellungen, dann fahren wir mit dem Fahrzeug und dann müssen die Werte passen. Da kriegt der Prüfer die ganzen Werte, ne? Was wir so alles aufgenommen haben. Und dann gibt er sein Okay und dann gibt es das Gutachten vom KWA. Ist das denn so eine richtige EC-Genehmigung, wie man noch dazu hört? EG-Genehmigung. Eintragungsfrei. Dann kriegst du einen, dann von uns so einen blauen Zettel, den führst du mit. Und wenn sie dich anhalten, zeigst du den hin. So. Entweder geben sie sich zufrieden oder sagen, nee, das passt. Das passt. Ab und zu? Bei uns ja? Ja, es ist öfter und das ist der Marlene sich rumstreiten müssen. Mit. Ja, das ist schon. Echt? Das ist leider in Deutschland alles nicht mehr so einfach geworden. Ja, dann müssen wir uns halt jetzt überlegen, was wir machen. Das ist der einzige Schalldämpfer mit einer 90er Rohrdurchführung sozusagen. Ne? Du kannst jetzt nie sagen, du machst jetzt einen runden Schalldämpfer, weil der nie genehmigt ist mit 90er. Mit der Abwicklung genehmigt und mit der Bolle. Mit der und wir brauchen EG-Genehmigung oder was? Anders geht's nicht. Wenn du mit TÜV bauen willst, definitiv. Also gib einfach so. Den Uni-Schalldämpfer kriegst du nicht mehr eingetragen. Nee. Also einfach so einen Schalldämpfer hier zusammenbauen, ne, Deckel rein, geht nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Vielleicht schon über irgendwelche Umwege. Ja. Aber es gibt vielleicht doch noch mal so einen mit einer gelben Binde. Und da wollen wir TÜV drauf haben, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ach so. Ah. Okay, ich guck mal ein bisschen genauer nochmal, ne? Das macht's natürlich alles umso schwieriger. Seht ihr schon, zweiflutig hinten raus ist wirklich, also weniger würde die gehen, weil der super. Aber da die VO? Das würde sogar gehen. Aber also du musst auf einflutig bauen hinten, oder? Ich muss nicht. Zweiflutig würde nie im Leben gehen, also das wäre das katastrophalste Aussehen, was es geben würde. Also schlimmer könnten wir uns niemals darstellen. Wir müssen nochmal neue Wege gehen. Ja, wirklich. Ein bisschen von der Masse abheben. Genau, mal ein Trendset mit zwei Änderungen. Wir können ja auch Schrägneinigen, oder? Da muss ja jetzt nicht unbedingt so eine Rolle sein.
dann können wir ja so. So läuft die auch übrigens. Ja, da läuft die auch schräg, genau. Aber denkst du, zwei Schalldämpfer müssten noch reichen, oder? Anderthalb wäre doch okay, eine schlechte Zahl. Vorgeräusch, was war hier? Der Vorteil ist, in der Polizeikontrolle haben wir ja 5 Dezibel Toleranz. Die ja. Können wir ruhig mit einbauen. Ja, stimmt aber. Ja. Ja, die können ja nur Standgeräusch messen. Ja, aber wenn sie sagen, okay, 5 dB drüber. Das Problem, was ich jetzt in meinem Video gesehen habe, die dünnen Maxwert speichern. Mhm. Ja, hier haben wir jetzt 4100 Umdrehungen, ne? Das musst du halten. Und dann musst du die 82 haben. Ja. So. Aber was ist denn bei 3,5 oder bei 3000 Umdrehungen, wenn du hochdrehst? Wenn er da drüber schnappt schon, zeigt es ja denen ihr Gerät schon an, wenn die einen Maximalwert speichern. Mhm. Und das darf eigentlich nicht sein. Ja, geht bis auf 114, weil es der Peak. Ja, normalerweise, du musst ja halten, die Drehzahl, die eingeschrieben ist, ja. Und dann schlagartig vom Gas runter. So, wenn die aber ihren Maximalwert speichern und du bist beim Hochdrehen, da schnappt schon mal drüber, dann bist du ja das schon raus. Also ist jetzt 100% legal sozusagen, ne? Klingt okay. Also klingt ein bisschen brummig, ne? Aber der Last wäre es mal entscheidend. Ist original so ein Unterschied nochmal, ja? Das ist eigentlich noch da ein Fauchen. Da hast du gerade ein E-Auto fährt rein. Ja. Waren die RS4 so leise Serie damals? Das finde ich gar nicht. Die waren alle Serie leise. Der Unterschied Titan und Edelstahl. Ist das noch ein Unterschied? Ja. Wie ist denn von außen? Von außen kann ich Schlagzeug mal schon mal vor. Also ich kenne es eigentlich nur, dass Titan angeblich immer, wenn du die Abgasanlage identisch gleich nachbaust, aber nur aus Titan statt Edelstahl, dass es Titan wesentlich lauter ist. Nee, kann man bestätigen. Nee? Halt so. Okay. Ich weiß nicht. Deswegen, das hätte mich mal interessiert. Ich meine, ihr habt ja nun ständig damit zu tun, aber das war so das, was ich immer so mal... Also den ersten Vergleich, den wir hatten, das war beim Daniel, sein RS4. Da hatten wir auf der Essen Motor Show hatten wir zum ersten Mal die Titananlage drunter gebaut und haben den dort gestartet. Und da war, was ist da aber dann? Also wirklich, so leise, ja? Das war, gut, du warst die Essen Motor Show ist aber das Problem, du hast so laute Umgebungsgeräusche. Ja, das ist war wirklich war zum extrem. Feierabend. Also da waren wir erstaunt, dass die so leise war. Ne? Edelstahl und Titan, 90 mm, selbe Topfaufbau, identisch von der dB-Werte her, aber klingen unterschiedlich. Ganz leise. Der Unterschied vom Klang her. Und was klingt besser? Also mir gefällt die Ton auch besser. Klingt das heller? Nee. Ein bisschen kerniger oder was? Ja, genau. Was kerniger? Aber normalerweise ist es eigentlich ein bisschen heller, weil das anders schwingt als die Edelstahl. Na, ganz schlimm ist ja Alu. Ja, bei Alu hörst du ja richtig krassen Unterschied. Ja, und du bist ja Titan ja auch dünner verarbeiten, ne? Die Wandung. Deswegen ist es ja so leicht. Ja, beim Steve oder so hatte ich das ja damals alles als 0,8er Blech gebaut. 0,8 ist ja nicht. Was ist es bei normal? Das ist 1,5er. 1,5er? Das ist 1,5er hoch. Also wenn man die Stärke runternimmt, ne, also schwingt das ja auch schon wieder anders. Dann ist es nochmal lauter, ne? Aber ist 1,5 vorgeschrieben? Nee, ist das nicht vorgeschrieben. Nee. Kannst du 1,2er bauen. Also die kleineren Rohrdurchmesser sind bei uns eh 1,2er. Ja, aber ab 76 ist 1,5. Ich würde sagen, wir bauen einfach komplett Inconel. Übelst krass interessant, was man alles Inconel machen kann. Inconel kannst du nicht bezahlen. Nee. Ja, und es kann fast keiner verarbeiten bei uns. Was ist denn der Preisunterschied nur bei der Unterschied zwischen Edelstahl und Titan? Du kannst das doppelte rechnen. Ja? Locker doppelt. Du weißt, Material ist teuer, oder? Ja gut, und der Arbeitszeit wird ja hinten aus länger, weil du ja länger brauchst, um es zu schweißen. Ist es wirklich so länger? Weil du musst ja jedes Mal ein bisschen absetzen und abkühlen lassen, die schweißen. Ne? Bei Edelstahl ziehst du einfach durch. Und bei Inconel, da ist das noch spezieller und das müsste vorwärmen. Hast du schon mal gemacht? Ja, ich habe eine Downpipe gebaut für den TTRS. In Inconel? Das ist der einzige, der die fährt. Ja. Wozu brauchst du das dann eigentlich? Ist ja Quatsch, oder? Gewicht. Ist nur das Gewicht. Wir hatten überlegt, aus Titan das zu bauen. So, aber das verzieht es mit der Zeit. Ne? Irgendwann reißt die. Da hat der Philipp das letzte Mal zu uns gesagt, ja, da war, dass die sich schon bei ihm beim Abort schon verformt hat. Titan. Da hat die Titan dabei drin. Also ist quasi Downpipe ist schon gut Edelstahl sozusagen und dann von hier aus geht es dann weiter. Inconel ist auch Edelstahl. Plus du kannst das dünner verarbeiten. Also das war schon heftig. Aber das war Materialwert, waren das glaube ich, allein das Fleckstück waren 500 Euro. Also das müsste schon wollen. Gut, also fassen wir jetzt nochmal zusammen. Ja. Plan ist HJS-Cut. Plan ist erstmal hier HJS-Cut, dann werden wir Rohr. Mittelschalldämpfer? Genau. Ne? Rohr, Endschalldämpfer. Einblutig vor allem. Was, ganz wichtig. Was denkt ihr, wie lange braucht ihr ungefähr dafür? Man wollte das ist Auto. Schon viel Arbeit, oder? Das ist nicht viel Arbeit. Nee? Nee. Also wenn wir drüber bleiben können, sind wir da. Die erste, wo man dich hört, du sagst nicht viel Arbeit. Ja, ich sag mal so, wenn wir drüber bleiben könnten, übermorgen ist das fertig.
Wirklich? Ja, da können wir uns reinhören. Ne? Ich wollte gerade sagen, da sind wir noch nicht gefahren. Ne? Nee. Da ist das fertig unter dem Auto. Aber das wäre eigentlich schon super, mal nochmal herzukommen. Dann ziehen wir uns mal einen Zwischenstand rein und entscheiden weiter, oder? Wir haben ja noch Beaufträge. Naja, logisch. Abzuwickeln. Ja. Gut, die können wir ja streichen. Da müssen wir mit Daniel reden. Da brauchen wir am Freitag sein Zugfahrzeug wieder. Was? Ja, Daniel, das war's. Das war's für dich, mein Freund. Ich muss mit RS4 ziehen. Ja, aber auch eigentlich ist das so ein Traumjob hier, oder? Ihr könnt eigentlich immer wieder geilen Scheiß bauen. Aber gut, immer. Ist halt abwechslungsreich. Das macht halt Auto. So cool. Ne? Du musst dir immer Lösungen einfallen lassen, eigentlich, ne? Ja, du musst halt ein bisschen die Kirche anstrengen. Ne? Das hätten die komplett hier. Halt nur ihr beiden hier am Schweißen. Echt? Also, was Entwicklung ist, machen wir nur zusammen. Also, hier ist rein die Entwicklungsabteilung. Hier ist rein die Entwicklung. Und hinten ist dann quasi das wie Massenabteilung. Also, wenn es eben entwickelt ist, wird es dann Masse gefertigt. Genau. Ne? Da ist dann noch ein Lernbau. Das ist noch immer. Da baut dann quasi für uns zu lernen. Sobald wir jetzt eine Entwicklung gemacht haben, wir wissen, okay, das passt, bauen wir die Auspuffanlage runter, geht die rüber zum Leo, der baut dann die Schweißlärm. Da kannst du dann nochmal zeigen. Wollen wir mal ganz kurz einen Durchlauf machen, wie das ablaufen würde? Hier vorne fängt es an, oder was? Ja, es fängt unter dem Auto an. Ne? Ja, logisch. Aber ich meine, hier hat er ja schon ein paar Lärm liegen und so weiter vorbereitet. Ja, ich sag mal so, wenn der Schalldämpfer fertig ist, alles passt, ne, dann geht es eigentlich vor zum Leo und dann baut er die Schweißlärm, wo die Anlage dann drinnen liegt. Das ist quasi das Verbindungsrohr. Diese Schweißlärm, die Einschaltung, sind eigentlich das Allerwichtigste, um Zeit zu sparen, oder? Warum Zeit zu sparen? Naja, weil wenn du diese Lehre immer hast, dann baust du sie identisch immer nach. Genau, damit jede identisch wird. Kannst du so eine Lehre immer verwenden oder musst du die ab und zu mal neu bauen wieder? Nö, kannst du immer verwenden. Da verzieht sich ja nichts. Und du hast halt die exakten Abmessungen, ne? Ja, das sind so wie sie im Fahrzeug sind. Ja, muss genau drin liegen. Ne? Das darf halt irgendwie jetzt hier und hoch irgendwie stehen oder was. Dann passt das unter dem Fahrzeug. Okay, und dann geht's weiter. Ihr habt jetzt hier die Lehre. So, Einschaltdämpfer. Endschalldämpfer bauen. Ja. Die macht ja auch komplett immer selber, oder was? Die gibt es ja auch viele, die dann, was weiß ich, Bei denen ist es quasi so, hier haben wir noch mal ein bisschen mit der Wolle rumexperimentiert. Deswegen ist hier der Lambda-Ring drin. Da können wir quasi im Nachhinein noch mal mehr Wolle in den Schalldämpfer reinkriegen. Was macht denn die Wolle überhaupt aus? Also mehr Wolle, heißt das deutlich dumpfer oder nur leiser? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Wenn du jetzt zu viel machst, nimmt die Wolle ja nichts mehr auf. Vom Schall her, wenn du das zu straff stopfen musst. Also es muss schon noch leicht. Und es gibt ja auch verschiedene Wolle, ne? Volumen. Ja, es gibt verschiedene. Aber das sieht man dann halt drüben in der Produktion. Das müsste man halt beim okay. Aber das ist eigentlich auch super spannend. Das heißt ja quasi, die Wolle, gibt es auch Wolle, die zugelassen ist und nicht zugelassen ist? Nee, das ist egal, was du nutzt. Das ist cool. Das ist auch, wie gesagt, von Motor zu Motor unterschiedlich. Wir hatten schon Autos da hast du 200 Gramm Wolle mehr reingemacht. 3-4 dB leiser gewesen. Und jetzt, wie gesagt, bei dem Mazda hat es gar nichts gebracht. Das kannst du auch nur probieren. Ja. Ah. Das ist also wird das quasi jetzt, wie bei der Entwicklung bei der Supra, nur in Testen? Das ja. Jetzt erstmal ja. Du musst das erstmal testen und dann sehen, dass du das Bestmögliche rausholst. Du kannst es zwar berechnen, wie viel Wolle dort reinkommt, aber das ist ja nur Richtwert. Naja. Jeder Motor ist anders, eine andere Zündfolge. Schon wenn der einen anderen Hub hat, dann merkst du das ja schon. Wie entscheidet ihr, ob ihr ein Rohr- oder einen Kammerschalldämpfer dann verwendet? Also das kommt ja immer drauf an. Wenn du jetzt einen Turbomotor hast, lass mal die Kammer am liebsten weg. Weil es ja wirklich extrem einbremst. Ja, weil es einbremst und Verwirbelungen bringt. Wenn es gar nicht anders geht, die Originalhersteller machen es ja auch. Ne? Aber bei so Autos, die jetzt im Hochleistungssegment, macht man es nicht. Wie gesagt, da kann man dann auch verschiedene Dämpfer bauen und dann probieren wir das einfach. Hochmessen und dann siehst du ja, bremst es zu viel ein oder bremst es nicht ein. Du siehst ja, was die Originalanlage hat an Staudruck. Und wir dürfen halt 25% drüber oder drunter sein. Ja, und wie messt ihr den Staudruck? Da gibt es quasi ein Messgerät. Achso, das ist unter dem RS4 drunter. Du tust 150 mm nach dem Cut, musst du quasi einen Lambda-Ring einschweißen. Da baust du das Messgerät rein und dann fährst du im zweiten Gang Nenndrehzahl. Nenndrehzahl ist das, was quasi in der Zulassung ganz oben steht. Also in dem Fall waren es 6100 bis dahin und ab da misst du dann, was Staudruck ist. So, und das machst du dann nochmal im dritten Gang und dann wirst du es. Was waren die krassesten Abgasanlagen, für welches Auto, was ihr gebaut habt? Das ist gut noch. Ein Jahr dazwischen. Wie lange seid ihr jetzt hier? Also ich bin schon seit 2007 hier, ne? Aber seit letztem Jahr machen wir zwei zusammen hier die Entwicklung. Genau. Das Krasseste, das kann ich ja schlecht sagen. Was eine Herausforderung war, kannst du sagen, Honda Civic, ne? Der Type R. Das war so ein bisschen, ja. Weil er eben nicht laut sein durfte, ne? 68 Vorgeräusch, so, das ist ja gar nichts. Ja, so ein Honda Civic Type R mit über 300 PS. Da haben wir die drei Schalldämpfer hinten, ne? Die drei Endfahrer. Ach ja. Und der hat ist ja das Plakat hier vorne, was genau, ne? Genau, richtig. Der hat ja im mittlersten Schalldämpfer. Am Eingang hat er eine Klappe. Und jedes Mal, wenn du Staudruck, sag ich schon, Standgeräusch gemacht hast, hat er die Klappe aufgemacht.
Achso, und somit ist es laut geworden. Ihr müsst immer auf der Kombination eines Serienmotors arbeiten, oder was? Bei EG-Genehmigung. Ja. Ja. Es darf keine Software drauf sein, rein theoretisch, ne? Oder? Normalerweise nicht, im Originalzustand. Okay. Weil du weißt ja nicht, was die Kunden zu Hause stehen haben, ne? Die meisten haben ja Original, geringe Anzahl und baut halt um. Mal ohne Witz, ist das dann wirklich so gefragt, dass du sagst, ich will eine EG-Genehmigte für meinen Serienmotor ohne Software eine Abgasanlage kaufen, die jetzt ja keinen Riesensprung macht, wie man das sagt. Ich komme, wir kennen das aus den alten Zeiten hier früher noch. Mhm. Früher hast du dir eine Bastuk-Anlage gekauft, die hast runtergebaut, da hat sie fast das Garagentor weggeschossen danach. Mhm. Wirklich, das war ja, ja, das war damals beim Golf 3, dachte dir, beim Sauer. Kunde, was ist denn jetzt mit der Anlage passiert? Hatte ich damals im E36 mit roten Gutachten, das waren ja die ganz gefragten. Ja. Die sind dann nämlich entfallen, es gab dann nur noch die mit blauen Gutachten. Ja, ja, das ist. Und die mit roten, die war halt wirklich. Und da hast du gewusst, du fährst 1000 Kilometer, das brennt sich so frei, dass das Ding gefühlt noch leer ist. Und es war eingetragen. Ja, das war. Und das ist jetzt aber, sowas ist nie wieder möglich jetzt. Nee, ne? Das waren andere Zeiten, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Kann ich vergessen. Also Abgasanlagen-Thema ist ganz schwierig geworden, oder? Mhm. Das wird dann noch schlimmer wahrscheinlich. Denkst du? Ja, heute, was hat der Matthias heute gesagt, mit der GR-Messung, das ist total wild, da musst du erstens bis sechsten Gang musst du messen. Ach so. Soll aber für Neuzulassungen kommen oder auch für ältere Fahrzeuge dann? Für die Neuzulassungen. Also Ende 23 sind schon, glaube ich, betroffen. Und dann, was 24 jetzt kommt, sowieso. Hm. Also wird es hier immer schwieriger gemacht, immer eigentlich? Ja. Die ist halt übelst aufwendig. Die Ausabmessung ist ja schon aufwendig. Ne? Wir müssen das ja alles so ein bisschen rausfahren und dann gucken, was für einen Gang wir messen. Mhm. Ja. Dann ist es meistens nicht dritter, vierter, fünfter. Ja, du musst ja dann auch noch nachweisen, dass du in die Gänge, wo du nicht gemessen hast, dass da die Werte nicht bringt. Das musst du denen ja, also du musst die Gänge trotzdem teilweise mal fahren und messen, zu dem GAF-Verbundesamt nachweisen kannst, wenn die mal kommen, machen eine Kontrolle, musst du nachweisen können. Woran habt denn ihr festgelegt, ihr müsst im fünften Gang messen? Ja, weil wir im dritten, vierten die Werte haben und da können wir nicht messen. Weil die Originalhersteller sagen ja nicht, wie die es gemacht haben. Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Kommen die hierher und machen so eine Prüfung überhaupt mal bei euch? Prüfen die sowas mit EG-Genehmigung? Bis jetzt noch nicht. Das KBA-Amt macht dann halt stichpunktartig, kaufen die eine Anlage. Das weißt du nicht, ob die das weißt du ja, die können sie auch dann bestellen. Und die lassen die dann halt messen. Genau. So, und wenn die dann halt drüber ist, dann kommen die zu dir ins Haus und sagen sie dir, passt mal auf, die ist zu laut. Ihr müsst ja mal was machen. So, ab da ist die gesperrt. Darfst du nicht mehr verkaufen. Für diesen Typ denn nicht so. Für diesen Typ, genau. Da müssten die ja von jedem Typ in der Kurve probieren, weil du müsst ja selbst motorabhängig, oder? Du kannst ja, musst ja bei jedem Motor brauchst du eine eigene Abgasanlage rein, theoretisch, ne? Ja, mit einem eigenen Messverfahren. Wir fangen ja an mit der größten Maschine. Wäre es dann automatisch, dass es nach unten automatisch funktioniert? Ja. Es gab doch mal dieses bei, wo war denn das? Ja, man muss es probieren. Du also kannst doch von bis immer eintragen, auch bei gewissen Herstellern. Ganz wild war es ja bei die Audi A2. Haben wir erst gemacht jetzt hier. Da haben wir quasi angefangen mit dem E6er. Das ist die größte Maschine. Da waren 80 dB Standgeräusch. So, dann haben wir die E4er rangeholt. Ja, die E4er durften bis 74 haben. Dann haben wir das probiert, dass wir mit einer Anlage da hinkommen. Hat funktioniert. Beim E4er hatten wir gerade so 74. Ja. So, und die 80 hatten wir eingehalten beim E6er. So, Diesel brauchen wir zu reden, ist eh. Aber ausverkauft, nicht die Abgasanlagen für diesen A2. Ja. Aber ist der Klangunterschied so krass, dass ich sage, was kostet die Anlage? Puh, muss Marlene fragen. Ich weiß es schon nicht. Ich habe nicht in den Shop geguckt. Ich habe umgebaut. Nee, aber dass du sagst, echt, das ist so krass. Ja, also zweifach. Ich kaufe jetzt für mehrere tausend Euro eine Abgasanlage. Denen kommt die Arbeit unbedingt auf den Klang drauf an. Die sagen sich, es gibt nichts mehr. So, jetzt kaufe ich mir eine Edelstahlanlage. Die kaufe ich mir einmalig. Die habe ich immer. Ah, na gut, da ist irgendwo, da ist ja schon drin. Die gammelt ja nicht weg. So, das Auto ist Plastik und Alu. Den einen, der am Freitag da war, der hat über 500.000 Kilometer weggeschrubbt mit der Kiste. Echt? Ja, so, der hat noch einen Austauschmotor zu Hause. Der hat gesagt, wenn mal was ist, habe ich noch einen anderen Motor, dann hänge ich mal rein. Das hattest du ja schon erzählt, ne? Ich habe das nicht auf dem Schirm, dieses Auto so beliebt. Naja, ne, weil die halt übelst viele Innovationen damals dort reingepackt haben. Mit erstes Auto mit Alu-Karosse, blablabla. Also war schon krass. Und die haben ja übelst langes Getriebe bei den Dieseln. Da hast du ja sechste Gang, da musst du ja gucken, dass du bei 80 noch einen sechsten einwirfst, weil das Ding sonst fast ausgeht, solange es der Motor setzt. Aber das Ding fährst halt dann auch mit, weißt du, 3 oder 4 Liter auf 100 Kilometer. Das ist krass. Auf alle Fälle. Ja, ja, das ist übelst brutal. Hatte da der Tilly hier, RS-Klinik, der hatte auch so ein Ding. Ist im Alltag mit dem Ding rumgefahren. Ja. Ja, ja. Was ist so vom Klang her das Beste, was ihr bis jetzt erlebt? Welches Auto? Für mich der Kamera. Wo ich schon ein bisschen verliebt angeguckt also habe und gesagt habe, Alter, geisteskrank. Also der V8 war wirklich gut. Camaro war schon cool, ja. Puh. Obwohl die neue Aber ich muss auch sagen, RS4 bin ich. Ja? RS4 Titan, definitiv. Wenn ich es privat jetzt erfahren würde. Thema neue Supra, wie, was ist denn da für ein Standgeräusch drin? Ab Werk, so grob, weißt du das? Also mal gucken, die Unterlagen. Aber das kann nicht krass sein. Es müsste selbst sein wie BMW M4 rein. Ich denke mal, ist ja B58 Motor, ne? Das müsste selbe sein, ja. Aber klang am Ende gut. Ja. Es ist ja gar nicht immer nur die Lautstärke. Ich kenne das vom Subaru mit dem Boxermotor, wenn du da einen Trümmer mit ungleichen Längen drin hast und so, das ist schon trotzdem ein sehr kerniger, geiler Klang, obwohl die jetzt trotzdem nur 80 Dezibel haben.
Find ich halt bei der, wenn du die Titan-Anlage hörst an den RS4, denkst du, der ist zu laut. Also wir machen es ja tagtäglich, wir hätten gedacht, das ist zu laut. Ach so, weil ihr euch da, auf diese Fahrgeräuschmischung einspringt. So wir bauen die drunter, ne? Und wir lassen die an und dann heißt es, komm, misch den. Komm, die ist schon ein bisschen knackig, ne? Die wird da drüber sein. Mhm. Also, gefahren, hat gepasst. Nur das reine Empfinden. Ne? Das ist krass, ne? Ja, deswegen und das musste eigentlich das Maximalste ausreizen, genau, damit das Empfinden einfach geil ist und du dich aber trotzdem noch in den Grenzwerten bewegst. Ist es umso dumpfer, das Auto klingt? Ne? Ist es deswegen umso lauter oder ist es eher umso heller, macht die Idee, dass das Gerät mehr Ausschlag? Ich würde sagen, umso heller es wird. Ja? Heller es wird, wird es lauter. Je heller das lang ist, dumpfer es ist. Lauter. Weil das Ding ist, aber ich vom Ohr her nehme ja so einen dumpfen Klang viel schöner wahr, als wie einen so hellen Klang. Ne? Muss ich mal am M5 V10 hier E60 denken. Das ist immer schweinelaut. Die Originaleinlagen, die sind halt ziemlich hell, weil du da ja keine Dämmwolle drin hast. Ne? Das ist ein Reflexionsschalldämpfer, ne? Nur über Bleche. Damit machen die das leise. So, und da wir ja halt mit Dämmwolle arbeiten, wird es halt dumpf. Ich bin super gespannt, was wir hier rausholen. Am Stauern, wirklich. Gut. Achso, und wir können jetzt Endschalldämpfer nur so einen nehmen. Das müssen wir noch erklären, haben wir auch nicht erklärt. Wir können Endschalldämpfer nur diese Form nehmen, weil die ist genehmigt. Die ist jetzt genehmigt zum Donnerstag. Und machen quasi hier das Rohr weg. Na, wir nehmen die hier, die Variante. Und machen die Variante mal zwei. Genau. Die Variante mal zwei. Mal probieren es mal aus. Endstück raussuchen, ne, glaube ich. Ja. Das war ganz gut. Oder du musst ja eigentlich muss es sowas hier haben in die Richtung, glaube ich. Aber das ist schon zu oben. Nein, das muss genau rund sein, würde ich sagen. So würde es eigentlich. Aber ohne Einsatz, ne? Ja, ja, genau, logischerweise. Oh nee, muss größer. Ja, ja. Aber nicht zu schräg. Nee. Ein bisschen schräg war die schon, ne? Wir sehen es live, Freunde. Ich habe extra das Reißband hier. Ja, das ist hier. So hing der Apparat hier drunter, genau. Das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Mhm. Ja, da kannst du nicht mit sowas können. Nee, sowas kannst du kann nicht machen. Nee, hör auf. Bei Marlene kannst du, egal was du fragst, immer, das können wir so machen, das können wir so machen. Und hier solche Dieselrohre hier unten. Das war's mit Teil 1 für euch. Jetzt könnt ihr gespannt sein, was mit den Abgasanlagen passiert. Also was wir jetzt bauen für zwei Varianten. Wird dann im nächsten Teil zu sehen sein. Und vor allem, wenn wir uns das nächste Teil auf jeden Fall auch angucken, was hier in der Produktion alles passiert und was hier alles so Spannendes abgeht. Wo also diese ganzen Auspuffblenden entstehen. Ja, genau. Also es wird wirklich super interessant. Also bis zum nächsten Mal und bleibt dran.